Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Elden Ring. Ja, ich stehe nicht vor Malenia, weil ich einen Tipp bekommen habe, wie wir uns den Kampf ein bisschen einfacher machen können. Das will ich ausprobieren auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen jetzt hier, wir sind am Mondlichtaltar, damit ihr wisst, wo ich bin. Wir gehen hier hin. Na, hier, zack. Und gucken mal, ob wir das Siegelgefängnis da leergeräumt kriegen. Da bekommen wir eine Geisterasche. Tiche von der Schwarzen Klinge oder so. Ist anscheinend ziemlich OP, kann ausweichen, also kann dodgen, macht einen guten Schaden. Ich bin mal gespannt, wir gucken es uns an. Ich habe das noch nicht allzu oft gemacht hier. Ich weiß nur, dass wir da jetzt gegen so einen Assassinen kämpfen müssen. Und so, by the way, nebenher erklärt noch, ich habe heute eine sehr kratzige Stimme. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Mal wieder. Kommt nicht oft vor, aber wenn, dann richtig. Ich habe schon den ganzen Tag mit dem Gedanken gespielt, ob ich überhaupt eine Folge aufnehmen soll oder nicht. Aber hätte ich keine aufgenommen, würde am Sonntag nichts rauskommen. Deswegen probiere ich es jetzt mit meiner verranzten Stimme ein bisschen. Also habt ein bisschen Mitleid und ein bisschen Erbarmen, vielleicht mit einem alten, kranken Mann. Das wäre sehr nett. So. Dann probieren wir das doch mal aus hier. Siegelgefängnis betreten. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier meine Asche rufen kann. Ist auch wurscht. Wir probieren es einfach mal irgendwie. Okay. Scheint. Ups. Stopp. Oh ja, das. Ja, cool. Okay. Zündet. Der weicht aber doch sicher auch aus, oder? Mit Sicherheit. Oh oh. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, was der konnte. Der zieht mir passiv Leben ab, wenn er mich trifft. Geile Sache. Habe ich Bock drauf. Stopp. Stopp. Oh Mann. Du knilch, du. Dann werden wir halt ein bisschen zaubern. Das trifft eigentlich immer. Weil die halt so langsam fliegen, die Dinger. Aber er trifft halt auch. Stopp. Stopp. Ey, Knilchius, stopp. Stopp, habe ich gesagt. Ganz ruhig bleiben, bitte. Nein. Oh, du Elender. Na, da. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, klar, hau nochmal daneben. Knilchius. Och, was ist denn los hier? Ich treffe nicht. Ich bin besoffen oder so. Weiß nicht. Stressige Sache. So. Lümmel. Okay, er hat drüber gehauen. Auch nicht schlecht. Okay, cool. Gott sei Dank. Noch ein Zünder? Nein! Das war keine gute Idee. Hören Sie auf. Dankeschön. Verweigert. Noch einer. Schön. Noch einer. Noch einer. Oh oh. Jetzt bloß nicht noch reinfailen hier. Das wäre richtig blöd. Oh. Haben wir's. Nice. Sehr schön. Übel. Oha, das gab sogar noch richtig gut Runen hier. Ja, krass. Okay. Nice. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass ich genug Upgrade-Material habe. Für die Geisterasche. Für das Geisteräschchen. Neue Objekte sind nun bei den Zwillingsjungfernhüllen erhältlich. Okay. Wie viel brauche ich eigentlich für Level-Up mittlerweile? 126.000. Okay. Sehr stabile Geschichte. So, ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Nee. Verwirrt. Steht die jetzt vorne im Raum? Na, da ist sie.
Ja, ich bin wegen Geistereinstimmung hier. Wo ist er denn? Ich habe halt auch nicht so viele, ne? Ah, vielleicht sollten wir es mal hier probieren, gell? Da ist er. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hat geklappt. Gott sei Dank. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir packen den jetzt mal hier rein. Muss ich mal gucken. Der braucht 185 FP zum Rufen. Ne, 132, ich habe 185. Okay, das geht auch. Ist natürlich auch sehr gut, dass ich das erst im Nachhinein geguckt habe. Immer ganz wichtig, dass man das so macht und nicht anders. Cool. Genau, und jetzt müssen wir wieder hier hin, ne? Glaube ich. Bin ich da richtig oder nicht? Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wo wir waren. Nö, hier sind wir falsch. Nein, ich habe mich verlaufen. Hier müssen wir hin. An die Wurzeln. So. Jetzt. Bin ich mal echt gespannt, wie das wird, ob das was wird. Aufregung steigt. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, der kostet böse was. Der kostet richtig böse was. Aber der geht schon gut los. Gleich schon mal Hallo sagen mit so einem Zauber. Der brennt der böse Leben weg. Das ist ja übel. Holla die Waldfee. Oh oh. Au, nicht treten. Das ist nicht nett. So. Bisschen an den Kopf zaubern. Oh Gott. Oh na. Geh mal auf Heilung. Oh nein. Oh mein Gott. Er kann aber auch wirklich ausweichen. Anscheinend. Besser wie ich. Geh mal weg, bitte. Hören Sie auf. Nein! Oh Gott! Ich mag Malenia nicht. Naja, war der erste Versuch für heute. Es kann noch besser werden. Hoffen wir's. So. Nebel durchqueren. Gerade nochmal rein da. Vielleicht sollte ich hier auch mal einen anderen Zauber einstellen. Aber dem weicht hier erst recht aus, ne? Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Oh, eine an die Birne. Sie ist immer noch auf mir. Okay. Da liegt sie auf jeden Fall gut in der Ecke. Das gefällt mir sehr. Vielleicht bleibt sie aber mal da. Na? Nicht so ganz. Will nicht. Ups. Ja, ich glaube, wir gehen doch wieder auf die Steinschleuder. Die kann staggern. Oh Gott, ich bin tot. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das dodgen soll. Krieg ich nicht hin. Muss ich mir jetzt doch noch den Bloodhound Step holen für eine andere Waffe? Oder habe ich einen dabei? Ich weiß es gar nicht. Wo sind die denn hier? Ich habe den doch sicher irgendwo, oder? Oder auch nicht. Cool. Habe ich eine Waffe, auf der es drauf ist, eventuell? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nee. Ärgerlich. Ja, dann probieren wir es halt nochmal.
Wenn ich jetzt den Bloodhound-Step auf den Mr. Recordia mache, muss ich halt die ganze Zeit Waffen switchen und ich kenne mich, das kriege ich erst recht nicht hin. Ich kenne mich da. Ich weiß, wie das dann läuft. Das läuft dann eher rückwärts wahrscheinlich. Gott, ich kann nur einmal casten, nachdem ich den gerufen habe. Sehr geil. Oh, hallo. Yes. Oh, für Birne. Oder auch nicht. Oh nein. Okay, gut. Der rasiert ihr halt schon böses Leben weg mit dieser Fähigkeit, ne? Das ist schon ziemlich geil. Aber die heilt sich halt auch böse wieder hoch. Oh Gott. Oh Mann, ey. Hör auf, Malenia. Ja, mit dem Schwert ist ein bisschen arg fail, wenn sie hier auf der freien Fläche ist. Nö. Jo, kill mich halt. Oh, ich hasse diese Attacke. Ich hasse diese Attacke, ich sag's euch. Das ist übel. Oh, oh, oh. Ich will nicht mehr. Warum hab ich gesagt, wir machen das? Oh. Wir machen es jetzt einmal mit einem Runenbogen. Vielleicht haben wir dann ein bisschen bessere Chance. Wer weiß, wer weiß. Wieso habe ich gesagt, ja locker, wir machen Malenia. Wir gehen hier hin, wir machen das. Jetzt habe ich auch noch das Falsche gezaubert. Ich bin ein Held. So, Hallöchen. Nicht auf mich. Ich habe jetzt nichts damit zu tun, okay? Ich will nur meine Ruhe haben. Oh Mann. Untersteh dich. Tiche, greif an, bitte. Oh Gott. Wechselt ihr mittendrin auch auf mich? Kann die das? Ich will es eigentlich nicht rausfinden. Die heilt sich halt so böse hoch, wenn sie das macht. Das ist übel. Ja, natürlich, mach's nochmal. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Was war das denn? Wie habe ich denn das gemacht? Der ist schon mal auch ganz neu jetzt. Panikrolle, Panikrolle. Einfach nur Panikrolle rausgeschmettert. Lass mich bitte in Ruhe. Nein! Das war so blöd. Hätte ich einfach nicht tun sollen. Oh Gott. Komm jetzt nicht noch zu mir gelaufen, bitte. Nein. Nö. Nein, ich bin tot. Dieses Mal überlebe ich es nicht. Gott, ist die einfach nur richtig bescheiden. Oh. Ich will nicht mehr. Vielleicht muss ich auch mal andere Zauber einstellen noch. Keine Ahnung. Was kann ich denn eigentlich noch Schönes, was eigentlich auch treffen könnte? Lass mich mal überlegen. Komet trifft sicher nicht. Eigentlich trifft nur die Steinschleuder. Oder das vielleicht, aber das macht nicht wirklich Schaden, glaube ich. Yeah. Oh, wir könnten noch hier eigentlich ein bisschen buffen, ne? Das könnten wir auch mal tun. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Genau. Dann rufen wir ihn. Achso, stopp. Das geht nur mit dem Siegel, ne? Wo habe ich es denn? Ich habe doch irgendwo eins. Hier. Wahrscheinlich ziemlich bums welches. Einfach irgendeins. So. Tiche. Wechselt bitte mal auf Siegel jetzt. Und jetzt hier. Bleib mal hier. Ach du Eumel.
Okay, wird wohl nichts, den zu buffen. Der hat nicht so Bock drauf. Oha. Oh, Nervensäge. Nö. Nein. Der Piekser tut auch übel weh. Ich glaube, der one-hittet mich sogar. Gut, da liege ich zuerst schon mal in der Ecke. Jetzt steht sie wieder auf. Ja, natürlich. Nein, oh mein Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, Gott. Ja, also Tiche will sich nicht wirklich buffen lassen, habe ich so festgestellt. Der hat da keine Lust drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte es mit der Imitator-Tränenasche, lief es irgendwie besser. Ich probiere es nochmal mit der. Einmal. Einfach für Good Measure. Und so. Die könnte ich rein theoretisch sogar buffen. Das würde eventuell reichen, aber jetzt nicht, wenn die auf uns zuäumelt. So ähnlich. Aber wenigstens bin ich ein bisschen gebufft. Ist doch auch schön. So. Ins Gesicht. Eigentlich wäre es richtig geil, wenn wir einfach abwechselnd... Oh mein Gott, da geht's schon los. Wenn wir einfach abwechselnd die Scheinschleuder casten würden, wäre, glaube ich, richtig OP. Den Hass, den die hat gegen diese Imitator-Tränenasche, ne? Die hat richtige Hass, die Frau. Das merkt man gleich. Lassen jetzt bitte in Ruhe den Kerl. Ja, leg die nieder. Nein. Oh mein Gott. Nö, 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 hör auf. Hör auf. Untersteh dich. Untersteh dich, habe ich gesagt. Nö. Heute ist definitiv nicht der beste Tag, um das zu machen, ich sag's euch. Mit meiner Rotznase. Aber wir probieren es jetzt trotzdem. Ich will die jetzt endlich wegzementieren, Mann. Nervensäge, ey. Wenn die halt nicht immer dodgen würde und einfach am Anfang vielleicht mal seinen Zauber da kassiert und gleich Schaden kriegt, wäre ziemlich geil. Und wenn sie hier ein bisschen in der Ecke hängt, ist auch ziemlich geil. Da kann man nämlich gut was rausscheppern. Aber jetzt hängt sie da auch nicht mehr. Oh Gott. Hören Sie auf. Oh Gott, nein, warum? Ah, wie ich diesen Angriff hasse. Das ist die schlimmste Attacke im ganzen Spiel. Das ist die schlimmste Attacke im ganzen Spiel. Also echt. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wahrscheinlich habe ich nur zu viel Panik, gegen die zu kämpfen und verbockt die ganze Zeit. Oder verballert die ganze Zeit. So. Ja komm, hör auf jetzt. Du Nervensäge, ey. Elende Nervensäge. Ich habe mich auch gar nicht gebufft, fällt mir gerade auf. Schön. Professionell gemacht mal wieder. Hör auf. Und bleib mir weg mit deinem Waterfall Dance, ich sag's dir. Oh Gott. Komplett vorbeigeballert.
Nein. Okay, sie ist auf ihm. Okay, sie ist auf mir. Jesus Maria. Wenn sie nur so einen Sidestep macht, treffe ich sie halt noch mit dem Zauber. Das ist ziemlich geil. Aber auch nur dann. Tiche, du könntest gern mal wieder ein bisschen deinen Dings da casten, ne? Der. Du solltest nur treffen damit, das wäre sehr nett. Oh nein. Ja, klar. Oh, jetzt zaubert er das natürlich wieder rein, gell? Natürlich. Schön. Oh. Leute. Also ganz ehrlich, ich probiere es nochmal online. Das ist mir jetzt ziemlich bums. Ich will endlich diese blöde Kuh hier wegzementieren. Ich habe keinen Nerv mehr dafür. Mein Hals kratzt. Ich will nach Hause. Ich bin daheim eigentlich. Ja, kann ich nicht viel dran ändern. Aber mein Hals kratzt echt eklig. Ja, letztes Mal hat es ja auch nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja jetzt dieses Mal auch wieder nicht. Wer weiß. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Multiplayer-Spaß. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn irgendwas nicht klappt, bevor ich 10 Folgen denselben Boss mache, probiere ich es einfach mal online. Mit Spielern. Ich würde... Oh, ganze Boden voll gekritzelt hier vorne. Warte mal, chill doch bitte mal. Ich will noch buffen. Vor allem kommt da noch jemand. Ne? So, komm mal ran hier. So, buff. Und jetzt geh mal rein da. Oh, ups. Ja. Schön. Oh Gott. Der packte die ganz dicken Pyros aus hier. Eieiei. Wo ist denn der andere Duderino eigentlich? Ach, da kommt er. Invasion durch blutiger Finger Jasmin. Ja klar, jetzt muss noch jemand invaden hier, genau. Ist richtig. Beste Zeit dafür. Ach du heilige Mutter. Ich glaube, das war's für unseren Krummfinger da hinten. Oh, er hat überlebt. Ach du heilige. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Nein, 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 nein. Mit dem Ding killst du mich nicht nochmal, ey. Sag ich jetzt noch. Oh Gott. Ist einfach eine mega Nervensäge, die alte, ey. Oh Gott. Oh. Komm, Stagger, 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 Stagger. Okay, Stagger halt nicht. Ach nein. Ja, ich bin tot. Wie soll's auch anders sein? Ach, da oben steht der Invader und castet sein Zeug hier rein. Das ist ja auch sehr geil. Schön. Vielen Dank, Invaderlein. Sehr nett. Oh, das probieren wir gerade nochmal. Das probieren wir gerade nochmal. So. Oh, Ciri the Witcher. Rufen wir mal her. Bloodletter Kai. Ja, nehmen wir auch mal mit. Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht wird's ja was. Hallöchen. Hier, Winge, Winge. Hallo. So. Jetzt gibt's hier noch Buff. Ich bin mal so nett und buff ein bisschen. Also er bufft auch, okay. Gut, dann gehen wir da rein. Und jetzt zementieren wir die gute Frau weg. Der bufft sich da draußen noch mit Wahnsinnsdings, glaube ich. Oh Gott. Ich soll mal ein bisschen aufpassen, was ich mache. So, schön.
Oha. Oha. Da wird böse zementiert. Das ist schön. Das gefällt mir sehr. Oh Gott. Nicht auf mich, bitte. Okay, Kai ist tot. Ja, geil. Dieser Waterfall Dance, ich sag's euch, das ist so mies einfach. Das Mieseste, was es gibt. Ja, komm. Mach mal. Hau so um. Ja, gut. Wenigstens sehen wir heute mal nochmal Phase 2, oder? Nicht zu früh, Freund. Okay, wir sehen heute nochmal Phase 2. Ich hab mich abgerollt, ne? Dankeschön. Oh, ich hab mich abgerollt, ey. Hat er nicht gemacht. Oh, ist das ärgerlich. Oh, hier steht's ärgerlich. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Lief ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wen haben wir hier noch? Kennen wir schon. Artemis könnten wir noch mitnehmen. Kennen wir noch nicht. Vielleicht wird's was. Oh. Ja, reden ist ziemlich bescheiden. Mit so einem kratzigen Hals. Ich hoffe, ich rotz und kotz nicht gleich noch ins Mikrofon rein. Wäre ziemlich ärgerlich und eklig. So. Ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür. So, jetzt. Aha, die hat... Aha. Die bufft sich wieder. Die hat noch Dings dabei, diese Krabbenklauen-Dinger da. Die geben, glaube ich, ein kurzzeitiges Schutzschild oder weniger. Oder Schadensreduktion oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, Artemis schmeißt auch mit dem Brandzeug rum. Das ist auch ziemlich geil. So. Schön. Hat ziemlich reingezunden schon. Schöne Sache. Jetzt hoffen wir mal nur nicht, dass sie mit dem Waterfall Dance gleich irgendwie uns wegballert. Oder mich. Oh Gott. Ah nee, das war der andere. Die soll das bloß nicht machen. So. Komm raus mit dir, du Fisch. Tötet es, bevor es Eier legt. Haut es weg. Okay. Dann habe ich wenigstens auch mal drauf gehauen. Und jetzt wehe dir. Ja, gut, schön. Ich habe überlebt, ich habe es rausgeschafft. Ich heile mich erstmal panikmäßig ein bisschen hoch hier. Oha. Ah ja, die haut die Elden Stars raus. Und da kommt der Waterfall. Nee, ist nicht der Waterfall Dance. Dachte schon. Oh Mann, das wäre echt schön, wenn wir es jetzt endlich mal schaffen. Da kommt der Waterfall Dance. Mit Scarlet Rod, damit es natürlich noch ekelhafter wird, ne? Warum auch nicht? Komm, Malenia, geh einfach drauf. Göttin der Fäulnis, weg mit dir, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein. Wieso fliegt eigentlich jetzt alles an ihr vorbei? Oh Gott. Oh. Nein. 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 Nicht auf mich, bitte. Oh. Übel. Na endlich, Mann. Oh, Gott sei Dank, ey. Endlich ist die blöde Kuh weg. Tut mir leid, aber die geben mir richtig hart auf die Nerven, ey. Malenias Großrune, Echo der Fäulnisgöttin. 360.000 Runen, ja guten Tag. So, nochmal verbeugen. Vielen Dank.
Oh Gott, ey. I'm sorry. I finally met my mind. So, meine Runen hebe ich auch noch auf, meine Null-Runen. Da vorne ist das Side of Grace. Boah, holla die Waldfee, ey. Oh. Gott sei Dank. Nerviges Vieh, nerviges Vieh. So, was skillen wir denn? Wo war ich dran? Glaube, glaube ich, ne? Ich glaube an Glaube. Ja, das bufft meine Waffe noch hoch. Sollen wir das einfach machen? Ja. Skillen wir einfach Glaube noch ein bisschen. Schön. Die haben wir jetzt diese Scarlet Aeonia Blume hier. Draußen steht ja auch eine rum. Cool. Ja, liebe Leute. Dann hätten wir Elphael auch geschafft. Was bedeutet, wir müssen hierhin. Schlafgemach der Königin. Ziemlich sicher, dass wir da richtig sind. Ja, genau. Hier geht es nämlich dann weiter zum vorletzten Boss des Spiels. Also Hauptboss. Nee, stimmt gar nicht. Nee, oder? Lass mich überlegen. Doch. Ich muss gerade überlegen, ob ich Gideon schon weggenutzt habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich wollte auf jeden Fall gerade noch irgendwo ein paar Rühnchen platzen lassen. Vielleicht die hier. Ja, das reicht doch für ein Level-Up, glaube ich, oder? Komm, eins noch bitte. Yes. Perfekt. Schön. So, ja, wir haben den Boss leider nicht solo geschafft, aber ich verbeug mich trotzdem für euch. Danke fürs Zuschauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich persönlich megamäßig freuen. Ich bin raus. Ich kuriere mich jetzt ein bisschen aus und hoffe, dass es das nächste Mal wieder ein bisschen besser ist mit meiner Stimme und allem. Wenn ihr wollt, lasst Likes, Kommentare, Abos da und drückt aufs Glöckchen und schaut mal auf dem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr da andere Videos, die euch interessieren. Aber ist natürlich wie immer alles freiwillig. Ich zwinge euch zu nichts. Wie schon ein paar Mal gesagt, jetzt ich bin raus. Wir hören uns. Habt eine geile Zeit. Ciao, ciao.